Hallo Gut und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! 5Ds 2009. Im letzten Part haben wir das Finale verkackt. Jetzt machen wir das Finale halt weiter. Aber versuchen wir es nochmal. Und gucken mal, wie viele. Oh, sie lassen uns sogar den Vortritt. Ja, süß. Ist ja sehr süß. Dann gucken wir einfach mal, wie das laufen wird. Gut. Aber wir haben schon mal ganz annehmbare Karten in der Hand. Ich lege die verdeckt, damit er sie nutzen kann. Genauso wie die hier. Und sonst spiele ich. Ja, mein Insektenritter. Das war's erstmal. Ich denke, das passt. Okay, alles klar. Dun, 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 dun. Ach Leute, ich hab voll Bock auf Yu-Gi-Oh! Wird geil. Dun, dun, gut, die verdeckte Karte ist nichts, womit unser Drillroid nicht fertig wird. Dun, dun. Aber der du bist ja zuerst dran. Der hat auch eine gute Hand. Ja doch. Dun, 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 dun. Nutz ruhig den Effekt, ja genau. Dun, 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 dun. Göttlicher Zorn, oh, uncool. Naja. Immerhin haben sie es nicht für etwas Besseres benutzt, also ist das wohl okay. Dun, 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 dun. Los, Insektenritter! Geflügelter Kuriba, okay. Schon sehr kawaii, geil. Ach ja, das hat mich an JX. JX war super. Dun, 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 dun. Was kann der geflügelte Kuriba? Wieso hat er gerade aufgeleuchtet? Damit kann man Insektenritter töten, oder? Ja. Ungeil. Die abonniere ich. Morphische Karte. Hier ist mein Kopfmuster, das sonst geändert wird. Okay, tschüss. Finde ich gut. Oh, diese ekelhaften Geräusche, Mann. Hm. Gut, wir haben den Mega-Wandler zur Not. Jetzt haben wir dann eine Morph-Zahl auf dieser Karte. Die Karte für jede Morph-Zählmarke auf dieser Karte. Da kannst du stören, dass der Schild gelegt wird. Friedhof gestorben. Ungeil, sehr ungeil. Müssen wir auf jeden Fall down kriegen irgendwie. Ja, ich nutze aber erstmal meinen antiken Antriebs-Irritar. Megawandler setzt. Obwohl, vielleicht macht er mit Scheiße. Nein, ich behalte Megawandler. Und ja, wenn wir ein bisschen auf die Fresse bekommen haben, können wir vielleicht davon Nutzen machen. Also vernünftigen Nutzen, den wir uns selbst aufbauen. Wir können damit natürlich auch Gegner schwächen, aber naja. Naja. Dun, 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 dun. Und wieder mal ist es eine Aufgabe für Drillroid, wenn ihr mich fragt. Hat einfach gar keine. Was machst du? Was? Was hab ich denn verpasst, Alter? Okay. Ich dachte, der Antikantriebsritter kann seinen Effekt nur aktivieren, wenn noch ein weiterer Antikantriebsritter auf dem Feld ist. Ah gut, kann man machen. Oder was war das? Egal, klärt mich auf, Leute, in den Kommentaren, wenn ihr mögt. Endphase. Da er gar keine Monster hat, kann er natürlich auch nichts setzen. Aber das macht nichts, denn ich habe dafür die Monster und das passt alles ganz gut. Notfallteleport, alles klar. Aber zuerst den Drillroid, der sich dann um das verdeckte Monster kümmern wird. Selbstverständlich. Tschüss. Dann kann der antike Antriebsritter einfach wieder angreifen. Das ist natürlich sehr sexy. Aufs Maul. Dong. Nicht das Schlimmste. Ja, ja. Gut, wir werden sehen, was noch abgehen wird. Oh, die haben richtig Pech. Das gefällt mir so sehr, ne? Ja, schon sehr geil. Oh, die Schnecke. Sexy. Könnte uns noch nützlich sein. Riesentronade? Was? Ach so. Okay, aber warum? Warum denn jetzt unbedingt? Hä? Was ist los mit den Jungen? Naja, immerhin ist es vorbei. Ja, das lief doch ganz gut. Besser als im letzten Part immerhin. Tschüss. Aber die haben unglaubliches Pech.
Die Zwillinge hatten so Pech. Wir haben es geschafft, danke Partner. Ja, kein Ding. Was für eine Enttäuschung. Mhm. Oh ja, geil, Alter. Gemini-Bonus? Was ist denn ein Gemini-Bonus? Oh, egal, jetzt hatten wir ihn auf jeden Fall. Yeah! Und das ist vorbei! Die Sieger sind Klo und Koss. Eine große Runde Applaus für ihren Sieg und ihr Teamwork. Ey! Ja, mein Kauschuh-Glauben! Ich könnte gerade losweinen, aber hey, nächstes Mal schaffen wir es, ja? Der hat auch viel zu sagen. Die Szene war jetzt sehr wichtig. Wir haben echt gewonnen. Wahnsinn, alles dank dir. Ey, du warst auch gar nicht so scheiße. Okay, tschüss. Naja. Nice, Gumps. Gute Arbeit, Crow. Ich bin so ein Idiot. Hey, man kann es nicht ändern, richtig? Bist du traurig darüber, Luna, dass ich ein Idiot bin? Natürlich bist du ein Idiot. Oh, warte, ach ja. Klo, wie steht's mit deinen Erinnerungen? Kannst du dich erinnern? Nee, gar nicht. Ach ja, du erinnerst dich nicht, was? Nee. Ja, ich dachte, es wäre toll, wenn du uns helfen könntest. Wie? So eine Art von Duell habe ich doch nicht oft gehabt. Lass uns wissen, wenn wir etwas tun können, ja? Lass uns mal wieder duellieren. Bis bald, Klo. Tschüss. Tschüss. Jetzt kam's. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ist eine gute Frage. Metal Gear Solid. Story, hilf mir. Treib mich voran. Yo. Lange nicht gesehen, Klo. Was? Wer bist denn du nochmal? Der König sagte, er wolle dich sehen. Der König? Ach, dieser Scump. Yo, Boy. Was geht ab? Wer bist du? Ich habe dich in keinem Match gesehen. Doch, jetzt gerade hast du mich gesehen. Trottel. Ich bin der König und daher verbringe ich jeden Tag in schrecklicher Langeweile. Such dir halt ein Hobby, Junge. Viele verrückte Duellanten haben sich versammelt, um mich zu schlagen. Aber was ist mit dir? Hast du dem König etwas Spaß zu bieten? Was? Kannst du meinen Durst eine Herausforderung stellen? König, diese Person ist nur ein einfacher Duellant. Aber du hast wohl Talent, das wir nicht sehen können. Ja. Hm. Macht dir nichts aus. Auch wenn es so ist, gewinne ich trotzdem. Denke daran, du Made. Amüsier mich. Fick dich, du Scamp. Was für ein Arschloch. Ist extra hier hingegangen, nur um uns das zu sagen? Bitte entschuldigt. Ja? Mal gucken, ob ich... Ja. Diese Scumps. Naja. Gucken wir mal ein bisschen in der Stadt und so, was da noch so abgeht. Ja, genau. Holen wir uns ein paar neue Booster Packs. Das ist eine gute Idee. Ach ja, erstmal ein paar krasse Booster Packs holen. Das haben wir uns jetzt verdient, Leute. Das haben wir uns verdient. Vielleicht sogar eine neue Booster Pack erhältlich, oder? Ja, tatsächlich, cool. Kann ich direkt das neue Booster Pack mehr ansehen. Ich sollte ja auch den D-Runner ein bisschen aufpimpen, aber darauf habe ich gar keinen Bock. Ich will lieber neue Karten. Weil ich mit meinem Deck nicht zufrieden bin, Mann. So gar nicht. Bedef. Gucken wir doch mal. Ja, willkommen, ja. Ja, mal sehen. Phantom Darkness, eine Mäh von Monstern der Finsternis kommt hervor. Hast du was Nötiges, um die Dunkelheit zu besiegen? Oh, das klingt cool. Nehme ich. Ganz viele. Mal sehen. Das sagt schon mal Doppeltag. Du machst wie diese Karton und dein Klaviaturen und ja, Neo Weltraum Twinkle Mouse. Das sagt. Außer bei Next, wenn diese Karte angegriffen wird, hier eine Karte zeige diese Karte vor und führe Monsterkarte in die Battlephase. Zauber, du kannst den Angriff dieser Karte in einem direkten Angriff ändern. Falle, lege dieses Monster in Verteidigungsposition. Okay. Sechs Samurai vereint. Hass Bursche. Diese Karte nur, wenn du den Monster unterwäldler und kontrollierst. Okay.
Regenbogenschleier. Falls das ausgerüstete Monster gegen ein gegnerisches Monster kämpft, solange dieses Monster auf dem Spielfeld liegt, werden seine Effekte nur während der Battlephase annulliert. Oh, okay. Inventur umgehört Darius. Okay. Gigapflanze, dieser Karte wird normales Monster behandelt, solange es hier Schritt, solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, kannst du sie als normal Beschwörung beschwören. Damit sie als Effektmonster mit diesem Effekt einmal pro Spielzug kannst du ein Monster von Typ Insekt oder Pflanze als bisher schon von deiner Hand oder Brite verschwören. Das ist ganz schön eine geile Karte, finde ich. Ja, schon sehr süß. Kann man essen. Ja, mit einem Tribut geht's doch voll klar. Kannst einfach das Finsternis-Monster, das du kontrollierst, als Tribut anbieten, um deinen Gegner. Wow, ist ja super. Wer eine deiner Monster für Finsternis beschwört, der als Spezialbeschwörer, wenn diese Karte vom Spielfeld entfernt wird, zerstört dieses Monster, entfernt es auf das Spiel, wenn dieses Monster stört, zerstört diese Karte. Okay. Wirf zwei Karten ab, ja, ist richtig gut, die Karte. Ja, deine Endphase, falls du keinen Zauber oder Karten kontrollierst, kannst du diese Karte speziell auf deinen Frieden, aber. Der nimmt während jeder Standby-Phase 1000 Schaden. Genau. Schrecken des jüngsten Gerichts, Account Death dieser Karte entsprechen jeweils der Anzahl aus dem Spiel entfernter Finsternis-Monster mal 300. Okay. Kanonensoldat MK2. Du kannst zwei Monster als Tribut anbieten, um deinen Gegner 1500 Schaden zuzufügen. Ja, das geht doch sogar fast. Elementarheld Stormnears. Stormnears. Okay. Zauberbuch der finsteren Welt. Wenn du deine Endphase hat der Monsterkarte auf dem Friedhof abgeworfen hast, weil du mehr als 6 Karten in deiner Hand hattest, kannst du eins dieser Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Okay. Schon süß. Ach ja. Steuer alle offenen Monster auf dem Spielfeld. Ne, ich lese mir die jetzt nicht so durch, weil das würde viel zu lange dauern. Ich guck nur so ein bisschen, was abgeht. Diese Karte nur, falls 7 oder mehr finsteres Monster an deinen Friedhof liegen. Natürlich 45% des Spiels und aber an Spiel, um 3 Karten zu ziehen. Aha. Ja, Leute, keine Ahnung, lassen wir das erstmal. Die Karten waren jetzt gar nicht so übel, wenn man jetzt noch mehr von dem Kram bekommt. Ich frage mich, ob man hier... Irgendwie habe ich gelesen, dass... Warte mal. Wenn ich jetzt zu der gehe, ne? Oh, wir haben tolle Karten! Kann ich nicht irgendwo so einen Code eingeben oder so? Geht sowas nicht? Sieht nicht so aus. So ein Code, so wo ich mir so eine Karte raussuchen kann, wenn ich den Code auch so hab. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber geht wohl nicht. Okay. Danke nicht, dann gehe ich halt. Vor allem wohin mit meinem Ass? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir hier an und gucken, ob wir eine krasse Reiseerlaubnis bekommen. Sieht aber schlecht aus, ja? Wird schon gerne zurück zu den anderen Scums gehen, zu Rayleigh Ho und so. Obwohl, was soll ich da eigentlich? Naja, würde ich doch nicht gerne. Fuck this shit. Was soll ich denn jetzt tun, Alter? Was ist denn los? Yo! Ich dachte, kommt auch der. Ja, ist ja gut, Junge. Gehen wir mal in diese Hut hier. Gucken wir mal, ob da was ist. Sieht aber nicht so aus. Okay, fuck this shit dann. Oh, hey, Boy, was geht ab? Hey, Klo, ich hab dich gesucht. Weißt du das hier schon? Ich hab dir das mitgebracht. Die im öffentlichen. Öffentlichen Sicherheitsbüro haben uns das für dich gegeben, Alter. Ich weiß nicht, was drin ist, ich sollte es dir nur geben. Ist eine Einladungskarte. Im Umschlag steht Glückscup-Einladung drauf. Eine Einladung zum Glückscup? Warum hast du die? Verstehst du, was das soll? Ja, nein. Ich weiß leider auch nicht besonders viel über den Glückscup. Blister könnte mehr über sie wissen. Dann gehe ich mal zu Blister, den Scump. Dann. Fucking Glückscup. Hört sich ja schon mal sehr süß an. Ich kann mir schon denken, was das sein könnte. So ein von wegen, ja, es gibt jetzt mehrere Decks und das der Zufall bestimmt, welches du bekommst. Damit duellierst du dich jetzt, Arschloch. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ach ja.
Dann können wir mal Blister irgendwas weiß. Oh, ups. Neue Booster ist verfügbar. Oh mein Gott. Auf einmal schon wieder. Auf einmal schon wieder, Leute. Was? Willst du mich etwas fragen? Das öffentliche Sicherheitsbüro gibt ein Turnier? Ah, ich glaube, du meinst den Glückscup. Ja, genau. Nur Sieger des Vorturniers erhalten das Recht teilzunehmen. Aber ohne eine besondere Einladung, ne, kannst du nicht mal am Vorturnier teilnehmen. Aber warum interessierst du dich überhaupt für den Glückscup? Ich habe eine Einladung bekommen, ich bin cool. War eine Einladung? Warum würde das öffentliche Sicherheitsbüro dir eine Einladung geben? Trotzdem, was im Warenlager passiert ist? Ich weiß nicht, was die im Schilde führen. Ja, ich habe auch gar keinen Plan, was die Faggots von mir wollen. Nun, wirst du teilnehmen? Nun, ja, natürlich wirst du. Ja, natürlich werde ich. Ich frag dir alle. Du musst das Highway-Rennen schaffen, um am Vorturnier teilnehmen zu können. Du musst das Zeitrennen schaffen, sonst kannst du auf keinen Fall in den Glückscup. Der neue Highway ist östlich der Stadt. Gib Gas und sorg dafür, dass sie bereuen, dich eingeladen zu haben. Ja, alles klar. Ah, ich glaube, bevor ich das mache, möchte ich mir einen neuen Motor oder sowas kaufen, um noch fester zu sein. Ich glaube, jetzt wo das Rennen ist, das könnte etwas eklig werden. Ich guck mal, wie viel DP ich brauche, um mein Ding etwas aufzurüsten. Und dann duelliere ich mich mal ein bisschen mit den Scumps hier. Kann eigentlich jetzt schon anfangen, mich ein bisschen zu duellieren auf dem Weg. Hier, komm her, Boy. Meine Karten bringen den Sieg aus, Lack, glaubst du mir nicht? Komm her, Boy. Ich frag dich. Wir brauchen halt ein bisschen DP, ne? Also, ist schon wichtig. In der Wiederkraftwelt. Lang und dürr. Geil. Dun, dun, dun. Lang und dürr. Was könnte das für ein Deck sein? Ich habe keine Ahnung. So. Duell starten. Ich werde dich verlieren. Warte erstmal, bis du meine Karten siehst. Was denn? Ich habe nichts gesagt, hä? Dann. Wow, die ist voll stark. Die Wellenbewegungskanone. Nein. Oh mein Gott. Ich muss die schnell vernichten. Goldsakrophag. Gib mir. Ja, genau. Staubtor habe ich danach gezogen. Willst du mich eigentlich verarschen? Habe ich noch irgendwas anderes, was das machen könnte? Nein, okay. Dann nehmen wir uns Staubtornado einfach mit. Alle auf eine Monster der Stufe 4 oder höher können natürlich spielen. Alter, das ist richtig bitter. Aber immerhin könnte ich mit meinen Empfängerkriegern angreifen. Dann machen wir das mal. Los geht's, Empfängerkrieger. Hau rein, Boy. Heimlicher Vogel? Wirklich? Einfach spielst du kannst die Karte in verdeckte Verteidigungsposition bringen, wenn diese Karte als Hilfe schon beschwören wird für den Gegner. Ja, genau. Das ist so ein richtiges Arschloch-Deck, ich merke schon. Beende mein Zug. Oh Gott. Die Wellenbewegungskanone macht 1000 Schaden pro C-Marke. Bedeutet in 8 weiteren Zügen, wenn ich nichts mache gegen diese Karte, bin ich tot. Ja, das sagt. Jetzt nur noch in 7. Und dann gehen das hier, der Center erfahren. 600 Schaden zu. Oh, Alter. So ein Arschloch, ne? Heiliger, die Vernichtung wird mich hier nicht viel bringen, glaube ich. Effekte Zauber oder Feind. Achso, die müssen aber verdeckt sein, okay. Ich kann den Bad Boy erstmal in Verteidigung spielen. Und dann greife ich deinen Ass hier an. Angriff! Okay, alles klar. Ich will noch ein bisschen Schaden bekommen und dann benutze ich den Megawandler auf meinen Krieger. Auf meinen Empfängerkrieger und dann geht's ab. Hoffe ich. So ein Ekelhafter, ne? So ein Ekelhafter. Unglaublich. Okay, Übelwollender Hedgehog haben wir auch noch. Das passt also alles ganz gut. Ich glaube, Übelwollender Hedgehog reicht erstmal. Ist auf jeden Fall die Karte verdeckt. Spiel meinen krassen Übelwollenden Hedgehog direkt. Rüste diese vierte Karte aus. Zack, alles klar. Dann spiele ich den bewaffneten Drachen Level 5. Aber nur für seinen Effekt, weil er bringt mir ja sonst gar nichts leider. Und dann greife ich einfach mal an, ne? Ja. Tschüss. Du Kackvieh.
Dun, dun, dun. Oh, der Empfängerkrieger rettet mir voll meinen Anus, Leute. Das ist richtig gut. Gut, das war's erstmal. Spider-Weizug. Oh, ich könnte ihn vielleicht noch schneller besiegen. Aber schaffe ich das noch in 4 Zügen? Ich überlege, die Stufenbeschränkung wegzumachen, wisst ihr? Ja, komm, leck mich am Arsch. Was könnte ich angreifen? Zerstöre diese Karte. Ja. Ne, ich nutze meinen Staubtonner und trete erstmal meinen Arsch vor Dingens. Vor der Wellenbewegungskanone. Das ist wichtig im Leben. Tja. Nein. Dun, 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 dun. Das ist natürlich sehr ärgerlich so. Aber immerhin kriege ich jetzt nicht auf die Fresse. Das ist auch sehr, sehr gut. Dun, 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 dun. Ich kann ja nichts machen, ne? Wieso kann ich den Effekt jetzt nicht aktivieren? Ach so, weil er kein offenes Monster hat, klar. Ich struggle. Naja, nach 2 Runden kann ich ja wieder angreifen, das ist dann auch nicht so schlimm. Dun, 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 dun. Riesentornade, okay. Finde ich gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Dun, 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 dun. Das einzige meiner Probleme ist, dass er dieses Kackvieh jetzt nochmal benutzen kann. Oh, das ist schlimm. Dun, dun, dun. Dun. Dun, dun, dun. Ungeil, 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 ungeil. Aber ich habe ja noch meinen krassen antiken Antriebsritter, den ich nutzen kann. Immerhin. Nutze meinen übelwollenden Hatchler. Wieder auf meinen Fingerkrieger. Ja, kein Risiko, der hat ja immer noch diese Stufenbeschränkungskack-Ding. Nicht vergessen. Dann setze ich noch die Karte. Und das sollte erstmal genügen. Du kannst deinen Gegner von der Charme, falls dieser Effekt sein, kann diese Karte, wenn die spielst, angreifen. Ja, toll. Du bist erstmal gewreckt, my boy. Tschüss. Angriff. Empfängerkrieger for the win. Oh, und der Sonneneruption, der ist super ekelhaft, Leute. Der ist richtig gut. Wenn ein anderes Pyromonster auf dem Feld ist, kann dieses Monster nicht durch Kampf zerstört werden. Und wenn 2 Sonneneruptionsdrachen auf dem Feld sind, die beide Pyro sind, können sie natürlich nicht durch Kampf vernichtet werden, beide. Sie schützen sich so gesehen gegenseitig und das zackt richtig hart. Ja, ja. Das war klar. Müsste eine Karte hinzufügen? Nein, gerade nicht. Ich hoffe, dass ich meine Empfänger ziehe, weil ich genau die brauche ich eigentlich in so einem Duell. Dun, dun. Ja, komm. Der Bad Boy wird natürlich richtig hart gerackt. Ich kann den Effekt aktivieren. Beschwören? Wie beschwören? Okay. Okay. Das würde jetzt einen weiteren antiken Antriebsritter beschwören, aber ich habe ja keinen. Stimmt ja. Oder? Ich glaube schon. Egal, greifen wir erstmal an. Bringen wir erstmal alle seine Monster. Oh, fuck. So viel dazu, Alter. Sehr, sehr uncool. Oh! Aber er geht schneller decktot als ich, das ist immerhin gut. Ja, das sollte erstmal reichen. Das soll erstmal reichen, ja, ja. Ich putze mir mal kurz die Nase im Leben. Ah, okay, besser. In dem Minikraftfeld. Ja, das bringt mir leider nichts gerade. Dun, 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 dun. Das war jetzt mit meinem antiken Antriebsritter. Uncool, uncool. Oh, fuck. Das ist so bitter, ne? Diese Karte ist so krass. Die fuckt mich voll ab. Natürlich. Komm, übertreib doch nicht, Mann. Alter. 6 Züge. Ich habe 6 Züge, um irgendwie zu existieren. Ich bin schon mein Befehlshaber immerhin. Und
Ja, das reicht erstmal. Er kann den ja nicht angreifen. Ja, das war's dann erstmal. Das war ein krasser Zug. Oh shit, Leute. Oh, mein Zug. Ja, mach halt deine 600 Schaden, du Arschloch. Oh, die Wellenbewegungskanone. Ich hasse solche Decks voll. Die sind so furchtbar. So nervig einfach. Altfaser. Und du meinst, Fugus. Also natürlich auch ein Weg zum Sieg, ne? Ich setze mal meinen Schimmerdrachen. Und guck, was da abgehen wird. Wende mein Zug. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. So, mal sehen. Was der Boy jetzt macht. Macht mir auf jeden Fall nochmal 600 Schaden. Natürlich sehr sexy. Da freue ich mich schon sehr. Oh mein Gott, noch. Noch drei Dinger in Züge. Dann ist vorbei. Alter, ist klar. Dun, 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 dun. Aber ich weiß, wie ich das Vieh kaputt machen. Kaputt machen kann, ja. Also alles gar kein Problem bis jetzt. Dun, dun, dun. Ende meines Zuges. Waghalsiges Voranstürmen, immerhin. Dann. Ich nutze erstmal Adliger der Vernichtung und zerstörst mit deiner fucking verreckte Karte da hinten. Genau die habe ich gesehen, Arschloch. Wrecked. Oh, Albtraumrad. Aber die wird doch trotzdem kaputt gemacht, oder? Also was ist los mit dir? Nein, die wird nicht kaputt gemacht. Ja klar, komm, leck mich am Arsch, ey. Was ist das denn für eine Gerechtigkeit, verdammt? Dann nutze ich halt mein Zwangsevakuierungsgerät. Den scheiß Marshmallow erstmal weg. Der regt mich voll auf, Mann. Und zerstör erstmal dein Mist wie hier. Dann. Dann, dann, dann. Nein. Ja. Nutze den Effekt dieser Karte. Und zahle 100 Life Points. Um die Karte schwächer zu machen und somit ins Verderben zu schicken. Tschüss. Okay, alles klar. Ja, das war's erstmal. Oh Mann, ist das bitter mit dem scheiß Albtraumrad. Ich werde einfach immer heftiger gerackt. Ich glaube, ich schaff's nicht schnell genug, ihn zu besiegen. Oh, Alter. Oh, Alter, ich habe einen Zug, einen einzigen noch. Dann ist vorbei. Okay, das ist nicht unbedingt das Schlauste, aber gut. Dun. Dun, dun. Dun, dun, dun. So ein Faggot. Friedensangebot, oh mein Gott. Ja, es ist vorbei. Oh, so uncool. Kein Spieler kann mit einem Opener, muss man mit 1500 oder mehr ATK angreifen. Aber ich kann trotzdem angreifen mit dem Bad Boy, ne? Ja, würde ich sagen, greifen wir einfach an, aber das war's dann auch schon. Dann, 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 dann. Wenn ich waghalsiges Voransturm mache, dann hat die Karte ja mehr als 1500 ATK. Deshalb. War das ein bisschen Bullshit. Also machen wir mal 600 Schaden, yay! Ja, das war's dann auch mit uns. Uncool. Oh man. Diese Decks sind richtig mies. Ja, tschüss. Alter. Diese Karte ist so stark, ne? Oh, sagt ihr, meine Karten sind die besten. Man lernt aus Niederlagen. Na, man haben wir 21 DP bekommen. Yay. Oh, wurde ich gerackt. Ja. Meine Karten sind nicht zu stoppen, Alter. Alter. Gehen wir mal in die freaking Garage rein. Und gucken, wie teuer es wäre, unsere D-Runner ein bisschen aufzupumpen. Wie teuer wäre das denn? Ach, 1000 DP. 1000 DP, okay.
Oberklasse-Motto der aktuellen Modellen. Guter Balance zwischen Leistung und Gewicht. Ich brauche also nur 1000 DP, na, dann ist es ja gar kein Problem. Okay, Leute. Würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ja, bis dann, ciao.